Serie angefangen über Israel einige Zeit her und ich möchte weitermachen und anfangen in 1. Mose 17 mit dem Bund, die Gott hat angefangen mit seinem Volk, die ein ewiger Bund ist. In 1. Mose Kapitel 17 und lesen wir Vers 7 und Vers 8 von 1. Mose 17. Ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir bei ihren Nachkommen, dass es ein ewiger Bund sei. Also, dass ich dein Gott sei und deines Samens nach dir und will dir und deinem Samen nach dir geben das Land, dass du ein Fremdling innen bist, nämlich das ganze Land Kanaan zu ewiger Besitzung und will ihr Gott sein. Und diesen Bund ist in Vers 13, also soll mein Bund an eurem Fleisch sein zum ewigen Bunde. Und das ist ein ewiger Bund zwischen Abraham und sein Samen Isaac und danach Jakob. Und heute bis diese Nachkommen von Jakob oder Israel. Und es geht um ein Stück Land. Und das Land ist eine Besitzung, das Land Kanaan, zur ewigen Besitzung. Also nicht nur für die kommenden 100 oder 1000 Jahre, aber für die kommenden 30 Trilliarden Jahre. Ist das Stück Land gegeben an Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Also nicht an die Nachkommen von Abraham, Ismael und die Araber. Aber heute, habt ihr vielleicht gesehen, es war im, ich glaube, November von letztes Jahr, da war eine Abstimmung in den Vereinten Nationen bezüglich Israel. Das war den 29. November 2012. Da hatte Vereinte Nationen mit 138 gegen 9 Stimmen, mit 41 Enthaltungen, eine Terroristorganisation anerkannt, also nicht Mitglied von den Vereinten Nationen, mit einem Zuschauerstatus. Und sie heißt heute PA, Palästinensische Autorität. Obwohl noch immer, das war früher die Palästinensische Freiheitsorganisation, die durch Yasser Arafat und andere Muslime gegründet wurde, um den Staat Israel seit 1948 zu zerstören und jede Jude ins Mittelmeer zu treiben. Also ähnlich, was Hitler im Holocaust versucht hat zu tun. Und die Vereinten Nationen hat im November von letztes Jahr, 29. November, das ist ungefähr so zweieinhalb Monate her, eine offizielle internationale Terroristenorganisation, also eigentlich der Hamas und der PLO, als legitime politische Staat anerkannt. Soweit sind wir heute. Nun, deswegen habe ich gedacht, ich will keine Studien tun über diese, was sagt die Bibel nun eigentlich über das Stück Land, was wir Israel nennen. Vom Meer von Genezareth, entlang Mittelmeer entlang, bis Eilat, bis Süden. Und das Problem ist, dass eigentlich hat es keine palästinensische Stadt gegeben, die letzten 6000 Jahre. Und plötzlich, seit einigen Monaten, wird das anerkannt als ein echter politischer Staat. Das Stück Land, worüber wir immer gesprochen haben, heißt eigentlich Kanaan. Kanaan ist der Sohn von, also Enkelsohn von Noah. In 1. Mose 9, vielleicht Erste Mose 10 ist das eigentlich, da haben wir die Kinder von Noah. 1. Mose 10, Vers 6. Da hat Noah drei Söhne gehabt, Jafet, Sem und Ham. Jafet ist die älteste. Sehen das in 1. Mose 10, Vers 1. Und die Kinder von Jafet, Vers 2, das sind die, da kommen die Europäer her. Das sind Griechen, Deutsche, Skandinavier, Engländer und so weiter. Und dann haben wir in Vers 6 die Kinder von Ham. Das ist der drittälteste Sohn von Noah.
Und dann sehen wir, der vierte Sohn von Ham ist Kanaan. Kanaan. Und der zweitälteste Sohn ist Sem. Und Sem, wir sehen das in Vers 21, daher kommen die Asiaten, die Mongoloide-Rasse. Sem aber, Jafets des größeren Bruder, zeugte auch Kinder, der ein Vater ist aller Kinder von Eber. Eber, da kommt das Wort Heber her, Hebräer her. Das sind die anderen Namen für die Israeliten, Hebräer. Und Semiten sind mongoloide Rassen, also die Asiaten, die sind die mehr geistig interessierte Leute. Der jüngste Sohn war Ham, er wurde verflucht, weil er hat den Nacken seines Vaters angeschaut. Und Kanaan, sehen wir, ist ein Nachkomme von Ham. Und Kanaan hat sich in, was wir heute nennen, Israel platziert. Und deswegen musste Israel später dass die Kanaaniten rausschmeißen, weil die haben so viel Sünde getan, unter anderem Kinderopfer, allerlei sexperverse Sachen in Verbindung mit der Anbetung von Götzen, unter anderem Baal und Ashtaroth, die Königin des Himmels, die heute als Maria in der Kirche Roms angebetet wird. Nun, Kanaan hat also ein Stück Land in Besitz genommen, was eigentlich Gott versprochen hat an sein Sohn Sem oder Heber oder dann Israel. Und ein zweites Punkt, was wir hier direkt sehen, ist, die drei Söhne stehen für drei Rassen. Japhet, älteste, kaukasische Rasse, die Europäer. Sem, die zweitälteste, die mongoloide Rasse, die Asiaten. Dritte, Ham, die Afrikaner, die negroide Rasse. Und du siehst auch direkt hier ein zweites Punkt, ist, dass Kanaan ist ein Sohn von Ham, von der negroiden Rasse, und die Palästinenser sind Nachkommen von Kanaan. Das heißt, Palästinenser einerseits und zum Israeliten andererseits haben eine andere Rasse und eine andere Religion und einen anderen Gott. Sie sind vollkommen unterschiedlich. Nun, ich glaube, dass Monika ist mal in Israel gewesen, da bist du mal in das Moslemtal gewesen von Jerusalem. Ja. Hast du einen Unterschied gesehen zwischen dem Moslemtal und das, sag mal, orthodoxe jüdische Tal? Was war dein Eindruck so als Frau, wenn du da so durchgelaufen bist? Wie soll ich sagen, die Kleidung war ganz anders und die Juden waren viel, wie soll ich sagen, distanzierter zu uns wie die Muslime. Mhm. Also die Muslime haben uns angeschaut und ja. Er hatte mehr Angst im muslimischen Teil wie im jüdischen Teil. Ja, das ist eine der Dinge, die eine Frau bestens spürt. Das war bei meiner Frau genau das Gleiche, wenn wir in die vierte Woche waren, 2004 in Israel, in Jerusalem. Hat sich direkt unheimlich gefühlt. Und das Interessante war, damals war das so, ich weiß nicht, wie es heute ist, der Durchgang zwischen Israelis und Moslem da war durch eine Pforte mit einer Wache. Man konnte einfach nur nochmal durchlaufen. Meine Frau hat plötzlich gesagt, ich fühle mich unheimlich. Und dann waren wir gerade ins Moslemtal gekommen. Und das hat eine Frau direkt gespielt. Und wenn man auch dann zum Beispiel die Städte besucht von den heutigen Philister-Nachkommen von den Palästinensern, ist es auch viel unhygienischer, schmutziger, chaotischer als in die israelitischen Städte. Das ist ein Unterschied. Von Religion, von Rasse und deswegen habe ich gedacht, ich will das mal kurz erzählen, weil Ham wurde verflucht und er wurde ein Knecht von seinen ältesten zwei Brüdern, die Semiten, Asiaten, und die Japhetiten, die kaukasische Rasse. Und was wir heute sehen, ist, dass eigentlich man versucht, die Ordnung von Gott umzudrehen und dass eigentlich hier mehr und mehr Israel ein Knecht sein muss von den kanaanitischen Rasse. Man dreht die Reihenfolge um. Und ich möchte ein paar Dinge sagen über die Geschichte von diesem Stück Land, weil in der nahen Zukunft sollen hier große Kriege stattfinden, sagt die Bibel. Und Palästina wurde bekannt als das Land von Kanaan, weil 10 Nachkommen von Ham, jüngster Sohn von Noah, und Kanaan war wieder der jüngste Sohn von Ham, haben dort gelebt. Und Philister sind Nachkommen von diesen Palästinenser Nachkommen von den Philister in diese Gaza-Streifen. Und in 400 Jahren haben keine von diesen
hamidische Stämme sich versammelt in ein palästinensischer Staat. Wenn Josua reinkam, nachdem er das Volk Israel aus Ägypten durchgezogen hat, gab es 31 Könige, die da geherrscht haben. Aber es waren Stadtstädte, zum Beispiel wie Genf früher ein Stadtstaat war. Und da waren da 31 Könige, die haben über Städte regiert. Die waren unabhängig voneinander, wenn Josua reinkam. Und jede Stadt war ein eigener politischer Staat. Und wenn Josua das Land eroberte, wurde es bekannt, also das Land Israel war 12 Geschlechter unter Josua, haben dann das Land eingenommen. Und religiös wurde es eingenommen unter Mose und Josua, später unter Saul, David und Salomo, das waren Könige, wie die Völker rundum, wurde es auch eine politische Einheit. Es war ein Staat Israel, eine politische Einheit unter einem jüdischen König. Palästina hat niemals eine Einheit gehabt unter einem palästinensischen König in der Geschichte. Niemals. Bis als heute nicht. Und nach Salomo ist diesem Land unterteilt worden in ein 10-Geschlechterreich und ein 2-Geschlechterreich. Israel und Juda. Und in 722 vor Christus sind die Assyrer gekommen, also aus heutige Irak, und die haben dann das 10-Geschlechterreich weggeführt. Und die sind dann zerstreut worden. Und in 606 vor Christus kam Nebukadnezar aus Babylon und hat dann das Zweigeschlechterreich weggeführt nach Babylon für 70 Jahre. Und dann kam diesen jüdischen Teil unter die politische Kontrolle von den Chaldeer und Babylonier. Die wurden dann später ersetzt von den Persen, Meden und Persen. Unter anderem Kores. Kores hat gesagt, der Perserkönig, dass die Juden wieder zurückgehen könnten nach 70 Jahren Gefangenschaft nach Juda, also die zwei Geschlechter. Und da war dann eine Gruppe Stämme, Horonite, Ammonite, Arabier, Araber in Nehemia, die eine Armee hatte in Samaria und die haben dann versucht, um da zu regieren mit Zustimmung von diesen persischen Königen. Aber war kein palästinensischer Staat. Dann kamen die Griechen, die dann später die Persen erobert haben. Und dann haben sie das Land Israel erobert und wurde es Teil von Provinz Syrien, nicht Palästina, im 1. Jahrhundert nach Christus. Da kamen die Römer, die das Land unterteilt haben nach dem Tod von Herodes der Große, unter Judäa, Samaria und Galiläa. Es gab noch immer kein Palästina. Maar in deze tijd, als Jezus Christus op aarde was, waren dat Zeloot, Simon de Zeloot, weet man. Was een politische kämpfer, vrijheidskämpfer. En hij wilde eigenlijk dat land Palestina politisch en militair erobern op die Römer. Dat waren vrijheidskämpfer. Nou, zum Beispiel hier in Nederland, op de Tweede Weltkrieg, waren einige van mijn onkel ook vrijheidskämpfer. Die hebben 5 jaar gekämpft tegen die Nazi-überherrschende Deutschen. Die moesten untertauchen, die hebben dan Soldaten attackiert, Polizeibüros bombardiert und so weiter. Aber es war ein fremdes deutsches Land, hat dann ohne Kriegserklärung Holland einfach attackiert und 5 Jahre besetzt gehalten. Und das war die Situation in der Zeit von Jesus Christus. Aber es war kein Palästina da. Und nach den Römern, die haben dann in 70 nach Christus Jerusalem zerstört, 135 nach Christus nochmals Jerusalem zerstört. Und dann wurde das Land bekannt als Palästina. Das war ein Name, den die Römer gegeben haben. Und das ist ähnlich wie das römische Philister. Und die Philister haben niemals mehr als einen ganz kleinen Teil von der Gazastreifen kontrolliert. Also an der Westküste von Israel. Es war niemals ein Staat. Es waren 5 Stadtstädte, Stadtstaaten. Aber die waren niemals in einer Einheit zusammengestellt als ein palästinensischer Staat. Nun, die letzten 1900 Jahre gab es niemals einen Palästinenser, der das ganze Land Israel beherrscht oder kontrolliert hat, militärisch oder politisch. Niemals. Das heißt, was nun passiert ist, ist eine Erschaffung von den Vereinten Nationen, meiner Meinung, mit als Ziel nur Chaos schaffen und wir haben das mal besprochen mit Hegel, einem deutschen Philosoph, der hat immer gesagt,
wenn du Kontrolle haben möchtest über ein Stück Land oder ein Haus oder was auch, dann musst du sorgen, dass da Trennung kommt, Zerteilung kommt. Das heißt, er hat dann gesagt, du musst eine These schaffen, nehmen wir an, etwas Weißes, eine Antithese, schwarz, und lass sie kämpfen, und dann kommt da eine Synthese aus Grau. Das ist Hegels Idee. Die Idee ist dann, heute, es gibt eine Entität in der Welt, die möchte gerne das Land Israel beherrschen. Dann müssen sie dafür sorgen, dass da in Israel zwei Hunde um ein Bein kämpfen. Wenn nicht herauskommen, dann sind sie schlussendlich aus der Friedensbringer, diejenigen, die von beiden Seiten anerkannt wird als der Friedensstifter. Mhm. Und er ist der Mensch der Sünde, der Antichrist, die mit süßen Worten das Reich einnimmt. Mhm. Und er kommt nach die jüdische Talmud von der Pforte von Rom. Und das sagt die Bibel auch. Und ganz kurz ein Überblick über die Kontrolle über diesen sogenannten das Land Kanaan, die letzten 1900 Jahre. Das war ein parthischer Staat in 614 nach Christus, ein byzantinischer Staat in 629, ein arabischer Staat in 638, ein abbasidischer Staat in 750, ein talmudischer Staat in 878, ein abbasidischer Staat in 904, ein exididischer Staat, wenn man ein Wort sucht mit Pokémon, also eins hier, 939, ein Seljuke-Türke-Staat in 1077, ein fatimidischer Staat in 1098, ein katholischer, latinischer Staat in 1099, ein kurdischer Staat unter Saladin in 1187, ein charismianischer Tartarer-Staat in 1244, ich habe noch eine vergessen, latinische Staat von der katholischen Kirche in 1192, ein Mameluke-Staat in 1260, ein ottomanischer Türke-Staat in 1517 und nochmals in 1840, ein ägyptischer Staat in 1831 und ein britischer Staat in 1917, wenn General Allenby, ohne dass die Türke gekämpft haben, Jerusalem einfach eingenommen hat. Und dann haben die Engländer das in 1948 übergeben, also als Mandat an Israel, und dann wurde das ein offiziell anerkannter jüdischer Staat in 1948. Das heißt, in diese 1900 Jahre von römischer Zerstörung von Jerusalem bis aus heute hat es kein einziges Mal einen palästinensischen Staat gegeben. Kein einziges Mal. Kein palästinensische Leute, kein palästinensische Kultur. Die Leute, die da gewohnt haben, waren Türken, Juden, Araber, Deutsche, Engländer, Franzosen, Russen, Italiener, Schweizer, Amerikaner, Österreicher, Kretänen, Iranier, Irakis und so weiter. Und keine Palästinenser. Maar einfach verschiedene Leute, verschiedene, die haben in diesem Land gewohnt. Und was tut die Vereinten Nationen? Die Vereinten Nationen, also die Welt, sagt einfach, wir wollen einfach etwas bedenken, was gegen die Bibel, gegen den Gott der Bibel geht und gegen das Volk geht, was von Gott gesagt hat, in 1. Mose 17, das Stück Land gebe ich an die Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Das sind die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen stellen sich gegen den Gott der Bibel und gegen den Gott der Juden. Das ist, was sie tun. Das ist Demokratie. Und nochmals, Demokratie tönt schön, aber man muss aufpassen mit Demokratie. Wenn ich hier bei uns zu Hause Demokratie einführe, sagen meine Kinder, ja, wir gehen nicht mehr in die Schule. Wir wollen jeden Tag Schokolade und Coca-Cola und andere Herrlichkeiten essen, aber nicht mehr Brot mit Butter und ein Stück Fleisch. Oder Demokratie bei dir, dann wird jeden Abend gesoffen, dass sich die Balken biegen, oder? Ja, als Beispiel, weißt du, du kannst nicht nur Demokratie haben, du musst schon hören, was ein Volk oder was auch sagt, das ist klar. Aber ihr könnt nicht als Mütter sagen zu den Kindern, ihr seid zwei, ich bin eins, Demokratie. Wir können ruhig sagen, was wir heute tun. Na, dann gehen sie nicht mehr in die Schule, denke ich, und machen morgens. Beispiel. Das heißt, Gott sagt bestimmte Dinge in seinem Wort über ein Stück Land und ein Volk und die Völker der Welt, die gottlos sind, die nicht wissen wollen auch von dem Gott der Bibel und Jesus Christus, ja, die nehmen die Seite von einem Volk, was eigentlich schon einen Fluch auf sich hat, Ham, vier Kanon, und zweitens ein Knecht sein soll an Sem. Das heißt, ein Knecht ist so für die Israeliten. Und es wird umgedreht. Alles wird heute umgedreht. Die Kinder müssen die Eltern regieren. Die Kinder müssen die Mütter regieren, die Frauen müssen die Männer zu Hause regieren und die Männer
ja, die haben nichts mehr zu sagen. Die müssen einfach ihre Hand aufhalten bei der Regierung, weißt du? Also ein Land von Menschen, die eigentlich indirekt ihre Verantwortung nicht mehr wahrnehmen wollen. Und das ist der Geist von den letzten Tagen. Und das sieht man auch unter anderem, wie die Vereinten Nationen versuchen, neben Israel einen anderen palästinensischen Staat zu gründen, die keine biblische oder geschichtliche rechte Existenz hat. Und ich bin der Meinung, das ist meine Aufgabe, um anhand der Bibel zu zeigen, was nicht nur zu Hause, ob in Ehe oder in der Kindererziehung, aber auch in der Politik, nicht recht ist nach der Schrift und wie Gott es eigentlich vorhat. Nun, was sagt Gott über was er tun soll mit dieser Situation? Er sagt in Jesaja 34, also ist über Jesaja 34, Vers 8. Was geht Gott tun mit dieser Situation? Wir lesen da Vers 8, denn es ist der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung zu rächen Zion. Zion ist ein anderer Name für Jerusalem. Die Stadt soll zerstört werden, kaputt gemacht werden und Gott sagt von den Vereinten Nationen und Gott sagt, ich soll diese Stadt rächen auf meinen Tag und das ist, wenn Jesus Christus zurückkommt bei seinem zweiten Kommen. Das erste Mal kam er um zu sterben für die Sünden von jedem individuellen Mensch, inklusive die von seinem Volk und jedem Palästinenser oder Philister. Der zweite Mal kommt er zurück, um sich zu rachen an die Völker der Welt, die sich versammelt haben, um gegen ihn zu kämpfen. In Zechariah 14, Vers 1, 2 und 3, auf Seite 1265, sehen wir das noch einmal, was Gott tut mit diesen Völkern. Zechariah 14, Vers 1, 2 und 3, also das sind die 190 plus Vereinte Nationen. Siehe, es kommt dem Herrn die Zeit, dass man deinen Raub austeilen wird in dir. Denn ich werde allerlei Heiden wieder Jerusalem sammeln zum Streit. Und die Stadt wird gewonnen, die Häuser geplündert, die Weiber geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen, weggeführt werden. Und das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird aufziehen und streiten, wieder dieselbigen Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streits. Gott sieht auf, der Herr, Jehova Gott, die als ein Mensch, als eine Person, die kommt, gegen diese Heiden bei Armageddon, um sie zu zerstören, eine Armee von 200 Millionen Mann, die kommt. Also das ist Armageddon? Das ist Armageddon, genau. Das Reich. Der Herr wird aussehen. Und wir haben gesehen, Joel 2, Offenbar 19, kommen mit ihm nach unten, als heilige Engel, wir haben ein neues Auferstehungskörper und wir können nicht getötet werden, und um dort zu sehen, wie Jesus Christus zu streiten. Und was wir sehen im Buch Josua im Alten Testament, das ist eigentlich der Name für Jesus im Neuen Testament, Josua ist der hebräische Name für Jesus, Josua kämpft und er war einer der wenigen Führer in der Geschichte, der als Kriegsführer niemals einen Kampf verloren hat. Der Hinweis zu Jesus Christus. Jesus verliert nichts, er gewinnt alles. Und das ist eigentlich ein Bild, diesen Josua von Jesus Christus. Wenn er einmal zurückkommt, dann soll er kämpfen, um sein Volk, was so von den Vereinten Nationen ja, kaputt gemacht wird, das Land weggenommen wird, wieder das Land zurückzugeben und sie Frieden zu geben. Nun, was passiert mit diesen Völkern, die nun solche antibiblische Entscheidungen treffen? Kommen wir zum Neuen Testament und schauen wir an, was Jesus Christus gesagt hat. Ich habe eine Frage. Also ja. Das wäre auch das Zacharia 14,1, das wäre der Tag des Herrn. Ja, genau. Dann in Matthäus 13, Vers 30, sehen wir, was der Herr tut mit diesen Völkern. Und nochmals, Jesus ist hier auf Erde als Lamm Gottes und er prophezeit das, was passieren soll, 2000 Jahre später, in bei Megiddo, Armageddon. Matthäus 13, Vers 30. Lasset beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Das heißt, das ist der Weizen mit Unkraut. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuvor das Unkraut und bindet es in Bündlein, dass man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt mir in meine Scheuer. Nun, die Schnitte sind die Engel,
dieses Unkraut sind die Kinder des Bösen, die Weizen sind die Kinder des Gerechten, des Guten, die Kinder Israel. Und Gott sagt, sammelt zuvor das Unkraut. Also zuvor haben wir die Vereinten Nationen, die werden sich sammeln gegen Jesus Christus. Und was sagt Gott? Das ist eine Sache, die Gott tut, die ganze Vereinten Nationen bringt Gott zusammen mit einem Ziel, um es oder sie zu verbrennen. 200 Millionen Menschen. Da müssen wir denken. Das ist der Sarkasmus von Gott. Wir haben gesehen, im letzten Weltkrieg, da kam ein Katholik aus Österreich. Er war kein Deutscher, er war kein Protestant, Hitler. Und er hat Millionen Juden umgebracht, 6 Millionen. Wir nennen es die Holocaust. Holocaust heißt, aus dem Latinischen, Brandopfer. Sie wurden verbrannt, aber zu allen wurden lebendig verbrannt. Was tut Gott? Er sagt, ich habe es gesehen. Diejenigen, die dafür zuständig sind, all die Völker, die das nochmals versuchen zu tun, ein zweites Mal, da haben wir alle genug, bringe ich zusammen. Und was tue ich dann? Ich versammle sie, dass man es verbrenne. Kannst du dir vorstellen? Das ist Sarkasmus von Gott. Das ist, wie Gott denkt. Es ist eine schreckliche Sache, wenn man all die Juden sieht. Ich habe solche Bücher über Majdanek, Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka. Was da alles passiert ist, es gibt eine sehr gute Dokumentation von Shoah, heißt es, von Claude Lanzmann, Jahre 80 vorher gemacht, mit Überlebenden von diesem Holocaust, wie sie im Detail beschreibt, was da für ganz grausame Dinge passiert sind, von Juden untergangen sind, in diese Vernichtungslage, nicht Konzentrationslage, Vernichtungslage. Und Gott dann sagt, ich habe das alles gesehen, aber einmal komme ich zurück, um all diese freien Nationen zu verbrennen. Das sagt er. Feuer von Himmel, 2. Thessalonicher 1, ich komme nach unten mit Feuer von Himmel. Ach, das muss doch für uns, die wir gerettet sind, dann im dritten Himmel, das muss ja schrecklich sein, dass wir das anschauen müssen. Nein, wir kommen mit ihm nach unten, wir sehen es. Mhm. Ja, Job 2 haben wir gesehen, man kommt mit ihm nach unten, das ist eine übernatürliche Armee, und sie sollen versuchen uns zu töten, aber keiner kann uns töten. Nein, in Joel, wo wir, in Joel 2, ja, wo wir durch die Waffen gehen. Genau. Ja. Genau, so ist es nicht nur schauen, wir kommen mit ihm und nichts kann uns passieren, sozusagen. Wir sehen, was alles passiert, diese Bosheit von einer Welt von Millionen Menschen, die versuchen, Gottes Auserwählte wirklich bis in der letzte Person vollkommen auszurotten. Und dann kommt Jesus Christus zurück, um das Volk auf ein Stück Land zu retten. Heidi, damit du das verstehst, wir werden nicht verletzt, weil wir kein Blut mehr haben. Also, wir können das besser noch mal anschauen. Dann nehmen wir noch eine zweite Referenz über dieses Thema in Matthäus 13, Vers 40. Matthäus 13, Vers 40. Und das ist die andere Seite von unserem Gott. Er ist so viel Liebe, dass er seinen Sohn gegeben hat. An der anderen Seite ist er auch heilig und will keine Sünde mit sich nehmen. Matthäus 13, Vers 40. Gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Welt gehen. Des Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und wieder Unrecht tun. Werden sie in den Feuerofen werfen, er wird sein Heulen und Zähne klappen. Das ist passiert mit seinen Engeln. Diejenigen, die Ärgernisse tun, in Trübsalzeit, werden versammelt und Feuerofen, Holocaust, Brandopfer. Gott als Holocaust. Also das ist der Sarkasmus von einem lebendigen Gott und darum ist es so wunderschön, dass wir wissen, dass wir an der richtigen Seite stehen. Also die heutigen Ziele von der UNO, von der Europäischen Union, die vollkommen katholisch ist, und die Moslembruderschaft, die nun nach dem arabischen Frühling vollkommen Nordafrika beherrscht und versucht auch Syrien nun einzunehmen, sind gegen das Plan, was Gott hat mit Palästina oder Israel. Gottes Plan ist, um jeden Palästinenser, Araber, Türk, Ägypter, Jordanien, Syrien, Moslem aus diesem Land zu treiben, das Gott sein Volk gegeben hat. Nun ein paar Beispiele von Versen, die das hier unterstreichen. Und ich gebe hier einige Versen aus 5. Mose, Kapitel 1, Vers 8. Dass ihr seht, weißt du, wenn wir solche Dinge besprechen, ist es nicht von, ja, ich kenne einen ganz lieben Palästinenser und der möchte sein Stück Land in Israel haben, und da geht es nicht um. Es geht hier um, was Gott sagt, im Allgemeinen über das Stück Land, unter dem er es geben möchte. 5. Mose 1, Vers 8.
Siehe, ich habe euch, das Land, das vor euch liegt, gegeben. Geht hinein und nehmet es ein, das der Herr euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben wollte. Siehst du das? Es ist ein Stück Land. Es ist Abraham und dann nicht Ismael. Nein, es ist Isaac. Ismael ist der Vater der Araber. Mohammed sagt, er ist der siebte von Ismael. Und Jakob geschworen hat, dass er es ihnen und ihrem Samen, also den Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, geben wollte. Dann gehen wir nach 5. Mose 5, Vers 31. Nur ein paar Beispiele. Du aber sollst hier vor mir stehen, dass ich mit dir rede alle Gesetze und Gebot und Rechte, wie du sie lehren sollst, dass sie danach tun im Lande, das ich ihnen geben werde, einzunehmen. Ihnen. Das ist Israel. Nachkommen Abraham, Isaac und ein Stück Land, was eingenommen wird. Und nochmals, Gott hat uns Christen kein einzigen Quadratzentimeter Land versprochen in der Bibel. Du sagst, ja, ich bin Bauer, ich habe ein Stück Land vom Herrn bekommen, um zu bearbeiten. Das stimmt. Aber der Herr sagt nicht in der Bibel, hier in Balgach hast du das Stück Land, das ist heilig für dich für ewig. Das sagt er nicht. So kein einziger Christ. Wir haben aus ungeborene Christ keine einzige Quadratzentimeter heilige Wohnung hier auf dieser Erde. Die Juden im Alten Testament haben ein Stück Land bekommen, heiliges Stück Land für sie für die Ewigkeit. Ein ganz großer Unterschied. Ich gebe noch ein paar, ich nehme einfach die Referenz, wir gehen sie nicht alle nachschauen, ein paar auf 5. Mose, Kapitel 10, Vers 11, ein Land, das ich ihre Väter geschworen habe, zu geben. Kapitel 11, Vers 9, sagt er das noch einmal. Kapitel 12, Vers 10. Ihr werdet aber über den Jordan gehen und im Lande wohnen, das euch der Herr, euer Gott, wird zum Erbe aufteilen und wird euch Ruhe geben von allen euren Feinden um euch her und werdet sicher wohnen. Nehmen wir noch ein zweites, ist 5. Mose 19, Vers 8. 5. Mose 19, Vers 8. So der Herr, dein Gott, deine Grenze weiten wird, wird er deinen, wie er deinen Vätern geschworen hat, und gibt dir alles Land, das er geredet hat, deinen Vätern zu geben. Und so sende ich noch eine Referenz in 5. Mose 31, Vers 7. Mose rief Josua und sprach zu ihm: Vor den Augen des ganzen Israel sei getrost und unverzagt, denn du wirst dies Volk ins Land bringen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es unter sie aufteilen. Israel, kein Palästinenser war da. Und zum Ende noch von Kapitel 31 von 5. Mose, Vers 23. Und befahl Josua dem Sohn Nuns und sprach: Sei getrost und unverzagt, denn du sollst die Kinder Israel ins Land führen, das ich ihnen geschworen habe, und ich will mit dir sein. Nun, das hat er alles geschrieben und wurde aufgeschrieben an Mose. Ja, Mose, 1., 2., 3., 4., 5. Mose, alles von Mose aufgeschrieben. Jesus sagt: Wenn du Mose nicht glaubst, dann glaubst du auch mich nicht. Und wenn du an Jesus glaubst, dann sollst du auch jedes Wort glauben, was Gott via Mose hier in Deutsch uns gegeben hat. Das heißt, Mose hat gesagt, dass Gott das Stück Land an Juden gegeben hat und die Juden sind sein Volk, sein auserwähltes Volk. 5. Mose 32, Vers 9. Und dass Gott sagt: Ich habe gesagt, ich will meinen Namen dort in dieses Stück Land setzen. Dort will ich angebetet werden. Deswegen hat Gott auch gesagt: Das Land an diesem Volk gegeben, gebe ich auch meine Worte. Alles, was wir haben in diesem Buch von 1. Mose, Offenbarung 22, ist von Juden geschrieben. Kein Schweizer ist dabei gewesen. Kein Holländer, kein Europäer, kein Afrikaner, nur Semiten. Gott ist ein Rassist in dieser Hinsicht. Er hat eine Rasse, ein Volk ausgewählt und das gegeben. Und das können wir, das hassen wir. Wir sagen immer, nein, wir müssen alles gleich aufteilen.
Muss ich, nein, ich habe ein Volk und das Volk gebe ich das Stück Land und an diesem Volk offenbare ich meine Worte. Und die meisten willen das nicht akzeptieren. Das ist auch der Grund, warum alle neue Bibeln haben Manuskripte aus Afrika drin. Und Gott sagt, nein, mein Volk, Sem, soll ein Volk sein, das meine Worte bewahrt, das ist ein semitisches Volk, und keine Mischung mit hamitischen. Und die modernen Manuskripte kommen aus dem Land von Ham, Afrika. Nun, das ursprüngliche Bündnis, haben wir gesehen, ist ein ewiger Bündnis in 1. Mose 17, Vers 7 und Vers 8. Und das ist sehr wichtig, dass das auch eine Sache ist, die bedingungslos gegeben ist an, von Gott an Abraham. Warum? Weil Abraham war im Schlaf. Die letzte Referenz, die wir heute noch lesen sollen, ist in 1. Mose 15. Denn Gott diese Verheißung macht mit Abraham, die kommt tatsächlich auf die Isaac und Jakob, auf die heutigen Israeliten. Hat er das getan, wenn Abraham im Schlaf war? Das heißt, Abraham konnte nichts tun, um diese Verheißung zu beanspruchen. In 1. Mose 15, Vers 12 lesen wir, wenn nun die Sonne untergegangen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und sehr Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Und dann sagte er in Vers 13, da sprach er zu Abraham, das sollst du wissen, dass dein Same wird fremd sein in einem Lande, das nicht sein ist, das heißt in Ägypten. Und wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Und ich will richten das Volk, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie aufziehen mit großem Gut. Das haben sie getan unter Mose. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in guten Alter begraben werden. Sie aber sollen nach 4 Mannsleben wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht alle. Und dann lesen wir in Vers 18, an dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen will ich dies Land geben von dem Wasser Ägyptens, den Nilfluss, bis an das große Wasser Frat, Euphrat, heute durch Irak geht. Und dann sehen wir wieder 10 hamidische, kanadische Völker, die erwähnt werden. Keniter, Kinesiter, Kapmoniter, Hethiter, Pheresiter, Riesen, Amoriter, Kanaaniter, Gegesiter, Jebusiter. Und die müssen weichen für das Volk von Gott Israel. Also das Land gehört nicht Yasser Arafat, die PLO, die PA, der Hamas. Da hat kein Katholik, Moslem oder Griechisch-Orthodox oder Polen etwas zu suchen. Es gehört in beide Testamente an Nachkommen, physische Nachkommen von Abraham und Isaac und Jakob. Das sagt Gott. Unabhängig von was wir davon denken oder halten oder was für Entscheidungen die Schweizer Regierung oder EU oder UNO auch nimmt. Das gehört durch Gottes Ansicht an das Volk Israel und er soll es auch geben an sein Volk Israel. Und wenn ein Land gegen das stellt, weißt du, was passiert dann? 1. Mose 12, dann sagt Gott, ich soll segnen, die euch segnen und fluchen, die euch fluchen. Wir können besser an der Seite von Gott sein, um sein Volk Israel, obwohl ein ungläubiges Zustand, für sie zu beten und sie versuchen zu unterstützen, das Land zu behalten, was Gott ihnen versprochen hat. Wenn wir das nicht tun, kann ein Land auch so auf sich einen Fluch laden. Das ist genau das, was heute passiert mit der ganzen EU und der ganzen Vereinten Nationen. Sie stellen sich gegen Gott und laden einen Fluch von Gott gegen sie auf. Und die Schweiz geht genau in die gleiche Richtung. Leider. Okay, lassen wir hier eine Pause machen und noch einen Kaffee nehmen vielleicht. Ja, hallo. Ganz gut. Und danach mit dem Gottesdienst weiter. Ja, die Schweiz geht genau dieselbe Richtung. Ich habe die